Gut, es ist noch nie zu 11.000 gekommen, deswegen... What? Ein Bomber hat jetzt gerade bei French Point die Bomben geworfen. Strange. Also einfach irgendwie ins Meer, oder was? Ja, ja, jetzt einfach... Er hat sich ein bisschen von der Formation losgelöst. Ja, der stützt gerade durch ein wenig. Ja, mit der Plauze auf die Tastatur gekommen, oder was? Ja, das sind ja KI-Bomber. So. Okay. Ich schätze auch, dass das ein KI-Bomber ist. Aber der hat jetzt gerade direkt bei French Point einfach Bomben losgelassen. Vielleicht hat der irgendwie Motorschaden und das triggert dann so ein Auto-Response nach dem Motto Hilfe, wenn angegriffen. Naja, die sind ja noch frei, hier ist ja weit breit nichts. Ja, ja, nee, kann ja sein, dass der irgendwie wackert, Kühler am Arsch oder was? Oder sieht der komplett intakt aus? Also, soweit ich gesehen habe, war der intakt. Was ist denn das? 111er oder? Junkers 88. Ah. Sind schon ziemlich flott unterwegs. Also Kurs Nord, ja? Ja, die sind schon nassen Fußes. Also zwischen... Die halten ungefähr auf Folkestone zu. Das ist jetzt natürlich French Point. Gerade an hier. Folkestone. Ja, hier. Ja. Oh, ich habe eine Hurricane. Über dem Kanal oder was? Nee, nördlich French Point, paar Kilometer über Wasser draußen. Hallo? 6000. Stürzt gerade auf eine 109. Ja, die gehen. 109 stürzt runter, ich versuche der 109 zu helfen. Ja. 109 stürzt an Deck. Ich hätte mal. Eure Richtung. Okay, muss ablassen, ich setze mich dahinter. Ja, Kalimark. Ist jetzt direkt nördlich der French Cliffs ungefähr. Wer bombardiert denn Kalimark, hey? Warte mal, ich guck mal nach Kalimark, weil ich bin ja noch relativ nah dran. Ja, ich halt mal die Hurricane hier ein bisschen beschäftigt. Ja, ich mach weiter Höhe, dann kann ich da vielleicht noch mit dazu. Aber nach ganz schön viel Action hier irgendwie. Hurricane draufgegeben. Hat Spritleck. Du hast dich versprochen, das heißt Flügel ab. Aber vielleicht einen Bomber-Raid hast du nicht gesehen da oben, oder? Von den. Nein, gegnerischen meinst du? Nö. Ja, irgendwann. Ich weiß nicht, also. Ich kenne leider die Werte nicht, aber die haben jetzt ganz schön viel Schaden gemacht in Kalimark gerade. Ja, kein Jabo sein, also gibt's doch gar nicht, oder? Die Jabo ist eigentlich von den Briten? Nee. Das kann ja, von den Briten kann nichts Bomben tragen, außer eben Bomber. Denis und Wellingtons etc. Kann man erst, die Hurricane konnte erst ab der Mark 2 Bomben dran, genauso die Speedy erst ab Mark 5. Gut. Oh, da hat eine 109 fast die Hurricane weggerammt. Ja, krieg hier keine Peilung. Gibt's auch eine Peilung für Bomber? Ja, das kommt drauf an, was näher ist. So. Ich habe 50 Kilometer in 240, also. Ja. Soll nix sein hier. Oh, die Hurricane ist so blind, geht die ganze Zeit nur auf mich und wird gerade von zwei anderen 109ern zusammengeschossen. Ist ihm komplett egal. Ja, ist doch nett. Naja, ist nicht nett, weil ich somit nicht zum Schuss komme, weil er die ganze Zeit mir hinterher steigt. Hey, bei Euplage geht's ab. Ja. Bei Euplage so ein Turm. Das ist ein riesen Schleifspur, ich kann's schwer erkennen. Turm. Ah, 109. Ah, da sehe ich doch was. Sehr schön. Wo denn? Bei den westlichen Schiffen. AW 22.
Okay, über Folkestone ist scheinbar. Was? Über Folkestone ist scheinbar eine Spitfire. Ja, laut. Folkestone Hawkins, so. In der Gegend wird sich sicher was herumtreiben. Lag bei den Schiffen. Und flügel ab. Bei der Ohr. Oder wo? Ja, das sind Feinde dahinter und in der Bombenformation. Da. Da. Da fliegen hier. Bomber sind jetzt schon ein gutes Stück von Lindstone bzw. Ling weg. Ah, Victor, berühre, ja. Ah, ich sehe einen drüber irgendwo. Ah, sind einige drumrum, ne? Ja, ich gehe jetzt auf eine Spitty, die auf der Flanke von den Bombern ist. Ah, ich stoß mal dazu. Draufgegeben. Okay. Ah ja, da stößt gerade einer. Aufgegeben noch einer zweiten, die ich schon Öl hatte. Oh, hier sind aber ganz schön viele. Ja. Stürzt da noch was rein? Ganz schön gefährlich hier. Ja. Oha, das sind drei noch, die von hinten sich gerade ran machen. Stürzt noch eine an. Boah, vier, das wird gleich bleihaltig hier. Ja, aber es sind einige davon schon ordentlich angeschossen. Unten. Ja, ja, unten ist auch noch. Da hängt ein ganzer Zug dran. Hier auf eine Spitfire. Ich hänge mich an einer ran, die jetzt gerade über Wolf an einen Bomber rangeht. Und hat sich was abgerammt. Ja. Das bitte was draufgegeben. Bei uns Flügelbrand. Aber beide Flügelspitzen gestürzt. Auch mal schön. Mal drauf. Es ist voll hier. Es wird hier auch nochmal was draufgegeben. Das Spitfire-Manöver. Kommt noch eine 109 dazu. Ich drück gerade an. Ja. Von auf ihn drauf zu stützen. Warum? Der höhere gerade. Haben ihn drauf gegeben. Ah, der hängt. Wieder leider nur mit den Panzer sprengen. Nicht mit den Minen leider. Hängt, aber jetzt. Stolter. Der hat glaube ich auch nur eine auf einer Seite MGs, weil der hat erstens mal nur auf einer Seite Leuchtspur und hat dann auch irgendwie voll geslippt. Ja, ja, ja. Ich glaube, der hat keinen Seitenruder mehr. Ich gebe ihm nochmal drauf. Ja, aber auch nochmal drauf. Ja, voll am Ruckeln irgendwie. Der geht ab. Der ist. Ja, der ist durch. Der hat auch Motortreffer und Wasser und etc. Geht dann auf die Flagge dem, ne? Ja, ja. Wo ist denn der zweite im Bunde jetzt geblieben? Der ist, glaube ich, runtergestürzt. Muss wenn dann irgendwo am Deck sein. Speedy trudelt noch immer weiter durch.
Ja, ich glaube, der hat's. Oh, an Deck sind zwei, drei irgendwie. Wie ist der Jagd? Ah, ja, ja, vier Stück. Ja. Nein, die jagen sich nicht. Das sind 409er, die gerade Richtung Schiffe fliegen. Gerade über French Point oder? Nördlich. Ein kleines Stück nördlich über Wasser. Oh, ich sehe da noch eine Speed. Ich glaube, das ist das dieselbe? Ich weiß es nicht. Am Deck oder der French Point jetzt. Ich gehe die an. Okay. Oh ja, tatsächlich. Okay. Da ganz unten, leck mir am Arsch. Ja, ich gehe die an. Ich habe hier keine 20er mehr. Ich gehe dann auch bald landen. Das sind mehrere, oder? Es ist eine, da habe ich nur gesehen, fliegt jetzt auf Wiesland zu. Ja. Ja, rappelvoll. Da. Und nochmal drauf gehen. Er will da landen, aber das wird sein Ende sein. Wie kommen die Leute auf die Idee, bei einem feindlichen Flugplatz zu landen? Da wird man sowieso noch von der Flak gekillt. Er hat sich beide Flügel abgerissen. Ja. So viele 109er einfach. So, 109 zieht schön die Speedy, das finde ich gut. Ich habe jetzt zwei Speedies nordwestlich French Point, falls du interessiert bist. Und ich habe nur MGs, also was nicht. Ich habe meinen eigenen Bedarf. Oh. Und ich habe eine Landeklappe verloren an einer Spitfire, die komisch die Flop da gemacht hat. Gut, ich glaube, ich hänge ab. Nun, jetzt, das heißt, ich gehe jetzt mal landen. Ja gut, Landeklappe für einen Luftkampf ist nicht unbedingt so wichtig. Ja, aber... Kann halt sein, dass das ein bisschen Luftwiderstand erhöht, keine Ahnung. Ja, das kann ich nicht, wie das modelliert ist. So recht zumindest. Führt's denn da an mir vorbei? Hallo? Kommen denn die Hurricanes her? Sag mal. Helfen, Sir? Ja, ist deutlich weg. Time for me to get out. Oder auch nicht. Was stollen die denn alle weg hier? Ohne Scheiß. Machen einen Angriff und dann machen die hier so einen Flip. Geht das nicht?
Oh Gott. So ein. Hm? Was? Ach, da ist gerade so eine Selbstmord 109 genau in die Blenheim vor mir reingekracht. Jetzt fehlt in den Flügel. Und die Blenheim-Stücke haben mich voll getroffen. Und die eigene Flagge, die auch getroffen hat. Also im Prinzip könnte ich gleich wieder landen. Matix-Container perforated. Mhm. Naja, da wird wahrscheinlich dann das Fahrwerk nicht rauskommen. Doch. Ich bin ja schon gelandet, das ging. Naja, Hauptsache der Killklauer, der da reingeschossen kam wie ein Irrer, ist einfach mitten in die Blenheim gekracht. Das geschieht ihm recht. Oh, ich glaube, ich sehe da was. Ich sehe, glaube ich, einen Kontakt westwärts, fliegend Richtung Wilmington, auf vielleicht Halo 30. Ich drücke an. Kommt von wo? Westen, meinst du? Er fliegt nach Westen. Ich drücke gerade an, der ist ungefähr auf Halo 30, fliegt stur geradeaus. Ich hoffe, dass ich den überraschen kann. Ich bin schon fast bei Wilmington, fliegt flach. Keine Ahnung, ich sehe aber nicht. Ah doch, jetzt sehe ich. Heck up. Was war's? Speedy springt gerade ab. Corky 5231, armer Anfänger. Ja. Radarstation. Da steigt irgendwas, ne? Ja, das waren die Stukas bestimmt. Stukas werden angegriffen, glaube ich. Okay. Das eine zumindest hier, direkt bei der Radarstation. Ja, fliegt jetzt flach. Das sind noch weitere Kontakte, nordöstlich der Station. Ja. Ja, das da ist noch Stuka. Da ist noch eine Stuka und eine Speedy dahinter. Ich gehe die Speedy mal frontal an. Ja, ich komme auch mal rein. Ich glaube, der hat nur Augen für die Stuka gerade. Ja. Stürzt drauf. Aufgegeben. Ecktreffer. Ja, kurft weg. Ich sehe die andere Speedy nicht mehr. Die war aber gleich ziemlich niedrig an der anderen Stufe dran schon. Ja, ich gehe nochmal auf die Speedy hier. Ich glaube, der geht rein. Ja, der geht rein. Ja, hallo. Hallo. Da kommt was von... Was? Ist das Duck? Ne, da kommt was vom Meer rein gerade. Auf den Einschlagpunkt.
Da ist immer noch Luftkampf, glaube ich. Da stürzt gerade eine Stucke auf, das ist die Radarstation gerade bei Wellington Spitze. Ja. Aber da muss doch irgendwo hier. Da ist noch ein Feind drin, oder? Da ist doch. Die Spitze ist bei der Stucke. Ich sehe die Stucke jetzt doch gar nicht mehr. Oh ja, die Stucke kurft gerade, aber da ist nichts dahinter. An Deck, direkt an Deck ist die Spitfire. Ah ja, sehe ich. Ich stütze mal über Lisa runter. Schießt mir gerade nah, oder? Nee. Ah ne, die Stucke beschießt die Spitfire. Ja, auch ich geh auf die Spitty. Ja, setz mir auch dahinter. Draufgegeben hat ein Querruder verloren. Oh, da ist noch eine Spitty hinter der Stucke, die gerade schießt auf die andere. Also zweite Spitty sozusagen hier. Okay, ich komme jetzt gerade auch ran. Vorsicht, du setzt dich direkt vor die andere Spitty. Ja. Ne, bin frei. Wer geht der Stucke nach? Wie hoch versucht der Stucke zu helfen? Was ich die zweite Spitty sitzt an der Stucke von vorne dran. Ja, ja, ja. Nein, die sitzt mir am Arsch. Fuck. Da ist noch eine zweite. Also jetzt eine dritte sozusagen. Fuck, ich bin voll im Arsch. Ja, ich muss hier weg. Heck ist auch voll gefickt. Oh, ich sehe dich, du ziehst Sprit, oder? Ja, ja, ich springe aber jetzt ab, weil. Nein. Ich hab kein Heck mehr, ich kann nichts machen. Boah, der hat dich fast gerammt. Ich weiß, ja. Okay, ich muss mich rausziehen, der hat viel mehr Speed als ich. Ich bin gerade über dich drüber geflogen im Steigflug. Das muss ein vierter Mann gewesen sein, der jetzt komplett von woanders kam. Ja, der ist mit viel Speed reingekommen. Das war ja irgendwie heute kein Tag, so viel. Okay, die NSPT, die dich angegangen hat, ist jetzt mir hinterher, bin ich davon gestiegen und habe jetzt, glaube ich, Wasser und Öl geschossen. Na, immerhin. Ja, ist aufgesprungen, Attack DB. Es war ja schon zum Teil lächerlich, was du da in den Brand geschossen hast, wirklich so einfach nur kurz angeschaut und weg. Ja. Waren 650s besser als 420er auf der Focke. Das ist echt so. Naja. Und flieg ab heute um. Hat eine Hurricane angegangen. Also zu Hause kommen die alle aus ihrem Loch, oder was? Ja. Ja. Muss anscheinend bis Wellington fliegen, um da was zu Gesicht zu bekommen. Ja. Ja.
und noch ein Speedy draufgegeben. Oh, dann muss mein Spiegel wieder mal abkacken hier. Oh. Mit einem Schuss Spritleck und Motor getroffen. Hm. Also Spritleck geschossen und den Motor weggeknallt. Boah, die haben wirklich Spaß gemacht zu ihrer Zeit, NHX und Red Baron. Vor allem Red Baron, wenn du dann irgendwie befördert wurdest, dann irgendwann auf deutscher Seite zum Rittmeister, konntest du dir dein persönliches Flugzeug auswählen, das dann auch entsprechend bemalen, halt nur sehr rudimentär, da konntest du irgendwie auswählen, wie Rumpf soll blau sein, Flügel rot oder sonst irgendwas. Ja, hast du auch schon mal, was ich meine, ne? Egal, was für eine Belohnung, Hauptsache man kriegt eine. Ich lande hier gerade bei den Itokan, ich bin hier surrounded von BR-20s und G-50ern. Das ist immer beruhigend. Wo ist hier der Steinofen für die Pizzen? Ja. Jetzt diese... Laufen eigentlich die italienischen Flugmotoren auf extra Vergine Öl? Ich wäre enttäuscht, wenn nicht Rotwein. Ja, das ist die Sondernotleistung. Genau. Ja, Pinot-Einspritzung.